Das ist echt toll. Es ist auch schön, ihr habt ja, viele von euch haben ja Katzen. Und ich meine, ob es die Katze von der Sonja ist. Also Sonja, falls du das bist mit dieser schwarzen Katze mit den weißen Pfötchen, die bei dir als im Bild hin und her huscht, ich finde die mega. Also ich habe ja leider eine Katzenhaarallergie. Das geht bei mir leider nicht mit Katzen. Aber ich kann mich daran erinnern, dass sie ein Video gepostet hat. Da hatte sie ein Überkät, glaube ich, bekommen. Und da war ein Katzenspielzeug drin. So ein Wurm oder was das war. Und ich habe mich weggeschmissen vor Lachen. Sie hat dann dieses Katzenspielzeug so an den Tischrand oder auf jeden Fall so gelegt, dass man halt nur noch das Köpfchen von dem Spielzeugtierchen über das Video gesehen hat. Und dann siehst du, wie so irgendwas von hinten zieht und dieses Mauseköpfchen aus dem Bildschirm so langsam zieht. Und ich fand das so cool, wirklich. Ich fand das mega. Also ich finde es immer schön, wenn sich dann da so Tierchen so einfach, ja, so hier einem die Show stehlen. Bei Flöckchen ist es ja eher so, dadurch, dass ich ja hier am Tisch arbeite und sie ja dann natürlich nicht auf den Tisch geht, dass sie sich dann mehr, ja, durch Bellen bemerkbar macht. Leider. Oh ja. Vorhin hatte mir meine Hand wehgetan. Habe ich gedacht, oh Gott, ich kann vielleicht nicht weitermachen. Jetzt habe ich aber gerade so eine Position, wo es eigentlich ganz okay ist. Ich bin auch gerade dabei, die Schmerzmittel zu reduzieren, was nicht ganz einfach ist. Aber mal schauen, in welche Richtung das jetzt geht. Ich hoffe, dass das sich einigermaßen wieder einstellt. Ist halt immer noch dieses Taubheitsgefühl in den Fingern. Und ja, wahrscheinlich doch irgendwie den Nerv durchschossen oder die Lymphe verletzt oder wie auch immer. Irgendwie sowas. Man wird sehen. So. Ich muss aufpassen, dass ich tatsächlich immer auch eine Perle aufnehme, weil man dann so schön erzählt und dann ist man doch nicht ganz bei der Sache. Aber es ist schön, es ist wirklich schön. Ich habe mir bei der, oh, ich verwechsel das immer, Nadja, Olga. Nadja ist doch, glaube ich, die Anbieterin aus Österreich, richtig? Und die Olga ist doch, glaube ich, die Anbieterin, die auch diese Perlen, Bücher oder Perlenbretter mit den Magnetverschlüssen anbietet. Mega. Also beide ganz toll. Als ich ja im Garten war und Rundstickbild gestickt habe, war ja das Bild, ich habe es hier nebendran stehen, das da. Das ist von Nadja. Und dieses Perlenstickbrett mit dem Magnetverschluss ist von Olga. Da habe ich jetzt noch mal welche bestellt. Ich glaube, das gleiche und noch mal zwei andere. Ganz toll. Also ich hätte mir das eigentlich nicht getraut, das so mitzunehmen. Ich habe dann auch geguckt, dass es dann auch in meinem Körbchen so gerade liegt.
Aber allein die Tatsache, dass es die Möglichkeit gibt, sich sowas mitzunehmen, woanders hin zu transportieren, eine mega Idee. Also das super, richtig, richtig gut. Und das fand ich ganz toll. Also vielen lieben Dank an die beiden. Ich weiß nicht, ob ihr meine Filmchen guckt, aber da wollte ich euch von Herzen danken. Das ist ganz toll. Ich habe sowieso mir letztens auch Zubehör ohne Ende. Also, aber ich habe tatsächlich auch gemerkt, wenn man gutes und vielseitiges Zubehör hat, sei jetzt für Perlensticken oder Kreuzstich oder Diamond Painting. Natürlich gibt es die Grundausstattung und natürlich würde die, sage ich jetzt mal, ausreichen. Sie reicht ja auch aus, ja? So habe ich ja auch begonnen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich so finanziell immer so ein bisschen was auf die Seite legt, um sich dann so einen kleinen Wunsch zu erfüllen, und dann ist das so meins, wirklich am Zubehör nicht zu sparen. Und ich weiß, das erste Zubehör, was ich mir spätestens nach dem Diamond Painting Deutschlandbild, also sprich Josephine Wall, gekauft habe, war über 300 Medizinbecher, war mein bunter Rolli, dieses bunte Rolli-Regal, was man so hin und her schieben kann mit den Schubfächern. So habe ich angefangen, mir mein Zubehör zuzulegen. Und dann natürlich bei Perlensticken habe ich dann auch dieses tolle Perlenbrett damals von der Kunterbundmine gekauft, als sie noch ihren Shop hatte. Erst habe ich gedacht, oh, ich weiß nicht, weil mein Tisch ist relativ klein. Ich glaube, der ist nur, ach, wie groß bist du denn? Ich glaube, der ist so, weiß ich nicht, 50 mal 70 oder so ist mein Tisch hier nur. Aber das ist mein Tisch, meine Sitzecke. Und da habe ich gedacht, oh, wenn ich jetzt das Perlenbrett, aber je nachdem, wie soll ich denn das auf meinen Tisch legen? Das ist doch zu groß. Aber es passt. Es passt gut und es ist auch ganz, ganz toll. Das nehme ich ja, wo ich leider schon lange nicht mehr dran gearbeitet habe, wegen der Hand, mein Schaukelbild. Aber das ist jetzt einfach so. Also ich bin da jetzt auch nicht traurig. Ja, ich würde gerne mal wieder probieren, aber da sind ja auch die meisten Perlen dran. Also habe ich am meisten gearbeitet von allem. Und das ist halt auch recht schwer. Und ich lege mir das dann auch immer auf ein Kissen oder auf eine Nackenrolle oder so. Aber mal schauen. Vielleicht probiere ich das tatsächlich nächste Woche mal aus. Dass ich da mal dran arbeite. Und dann habe ich mir natürlich, wie gesagt, für das Perlensticken dann auch mehr Zubehör geholt. Man sieht ja auch allerhand, ne, so was ihr so benutzt und was so angeboten wird. Und ich bin so froh, dass ich mein vieles Zubehör habe, weil sich dadurch das Arbeiten wirklich auch erleichtern lässt. Ja, bezüglich Kreuzstick habe ich ja dann auch, wie gesagt, der Rahmen von meiner Oma. Da hängen ja diese zwei Sachen dran. Und ich bin jetzt auch total begeistert von den Q-Snaps. Ich habe anfangs echt nicht gewusst, was das ist. Ja, für mich ist das ein Stickrahmen. Und ein Stickrahmen ist für mich entweder einen großen, den man halt einfach rollen kann, so ein Rechteckteil, wo man halt irgendwie was einspannt. Aber dass es diese tollen Handrahmen hier gibt. Bis vor einem Vierteljahr wusste ich nicht, was das ist. Schlimm, oder? Bis ich das dann bei der Lea Revenga gesehen habe, da habe ich so gedacht, so mega. Also was ist das, was die da hat? Und inzwischen habe ich drei in Gebrauch und bald kommt der vierte, weil ich die halt auch an den Arbeiten erstmal lasse. Und ja.
Ich finde, die sind halt handlicher und auch drücken sich nicht so ab oder hinterlassen so Spuren wie jetzt diese normalen Holzrahmen oder diese, wisst ihr, diese runden Rahmen. Finde ich dadurch, dass die halt so dünn sind, hinterlassen die immer sofort eine Spur. Das heißt, man muss halt dann auch jedes Mal, wenn man mit der Arbeit fertig ist oder pausiert, wenn man nicht am gleichen Tag weitermacht, dann auch den Rahmen immer wieder abmachen. Und das mache ich halt beim Q-Snip halt nicht. Ich hoffe, ihr sagt jetzt nicht, nein, du musst den Q-Snip aber auch jedes Mal wieder lösen. Wie gesagt, hier bei dem Sattel hätte ich echt Angst, dass mir der Stoff kaputt geht, weil es halt gerade nicht anders geht. Ja. So. Ich mache jetzt auf jeden Fall noch diese paar Perlen mit euch und dann wollte ich doch mal schauen. Mein Sohn hatte jetzt vorhin gefragt, der wollte irgendwas und dann, ja, ich mal gucken, was der möchte. So. Habt ihr eigentlich auch Ferien? Also bei uns sind ja hier in Rheinland-Pfalz sind Ferien. Die wurden jetzt auch verlängert wegen dem Lockdown. Normalerweise wäre jetzt Schule schon ab Donnerstag diese Woche, wurde aber verlängert. Jetzt ist die Schule erst am Montag. Wechselunterricht. 3 Schulstunden am Stück, ohne Pause. Dann kommt eine Gruppe nach Hause und die andere Klassengruppe geht in die Schule, glaube ich, von 11:15 Uhr bis 13:30 Uhr oder so. Bin ich mal gespannt. Also das. Ich glaube, das ist so wichtig für die Kids, wirklich. Das ist. Die brauchen unbedingt Sozialkontakte, also wie wir ja auch, ja. Wie wir auch. So. Jetzt mache ich noch die 4. Es ist richtig, richtig schön. Und momentan hänge ich auch tatsächlich alles auf, was ich mache. Ich werde auch dieses Faunbild aufhängen und ich habe ja das Kind am Piano aufgehängt. Deadpool wird aufgehängt, das Herz wird aufgehängt. Josephine Wall, das ist schon eine leere Wand im Esszimmer, eine graue Wand, da wird es mega dran aussehen, wenn das fertig ist. Die Pfauen will ich aufhängen, also mein Mann sagte schon. Dann hängt dir ja alles in der Wohnung voll. Ich sag so, Das ist dann so. Oder man wechselt vielleicht. Also ich will auf jeden Fall alles mehr oder weniger einrahmen und dann halt einfach die Bilder austauschen. Und wer weiß, vielleicht kommen ja noch mehr Produktvorstellungen und dann ja, werden es noch mehr. Dann muss ich meine Bilder irgendwann mal so lagern, wie das die liebe Heidi macht. Genau. So, ihr Lieben. Also ich bin ich ja schon über eine Dreiviertelstunde. Das ist aber echt jetzt richtig lang für mich. Ich merke leider auch, dass ich so ein bisschen heiser werde. Ich bin mit Allergien so ein bisschen behaftet und das hängt mir irgendwie so ein bisschen im Hals. Deswegen möchte ich jetzt auch meine Stimme gar nicht überstrapazieren. Ich habe auch viel zu wenig getrunken. Eieiei. Also merkt euch das, ihr Lieben. Eine halbe Stunde quatschen ist wie. Nee, für eine halbe Stunde sprechen oder singen, bitte mindestens einen halben Liter Wasser trinken. Und nicht räuspern, ihr Lieben. Da muss ich mich auch immer kontrollieren, dass ich nicht mache, weil dieses Räuspern tatsächlich wie 2 Stunden Power sprechen oder Power singen ist, weil das für die Stimmritzen tatsächlich eine ganz, ganz ja, ungesunde Form ist. Die reiben nämlich dann aneinander,
wie zwei Schmirgelpapiere und das mögen die überhaupt nicht. Also dann lieber nicht räuspern, ihr Lieben, auch wenn ihr erkältet seid, lieber ordentlich husten und viel trinken. So, so viel vom Vocal Coaching. So, ihr Lieben, schaut mal, was ich hier geschafft habe. Das sieht echt klasse aus, oder? Guck mal, wie das, oh, wunderschön. Also ganz toll. Und es ist wirklich, es ist nicht schwer. Also wenn ihr Rundstickbilder machen könnt, ist das nicht schwer. Also angesetzt für Experten, ja, vielleicht angesiedelt, wenn man das jetzt davon ausgeht, dass es vielleicht was für ein Kind wäre, okay. Aber wenn ihr Rundstickbilder liebt und es mögt, diesen Rückstich, wird euch das ganz arg viel Freude machen. Ihr Lieben, ich beende mein Video hiermit und hoffe, es hat euch gefallen. Es wird sicherlich auch mal ein noch längeres Video geben, aber das hier, das war jetzt schon mal echt, ja, das war jetzt schon mal gut für mich. Ich wünsche euch noch einen restlichen schönen Tag und bitte bleibt gesund. Passt gut auf euch auf. Wenn euch das Filmchen gefallen hat, ihr wisst ja, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und ja, viel Spaß weiterhin mit euren Handarbeiten. Freue mich immer, eure Bilder zu sehen. Postet, was das Zeug hält, auch auf meiner Facebook-Gruppe. Ich freue mich total darüber. Gell? Und dann wünsche ich euch jetzt was. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss, eure Sabrina.